Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, Freunde. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen wunderbaren Sonntagabend. Und an diesem wunderbaren Sonntagabend werden wir über Quant sprechen. Denn ich glaube, wir sprechen da alle dieselbe Sprache, wenn ich sage, dass Quant massiv unterbewertet ist. Bei $150 Peanuts darstellen zu dem, was eigentlich Quant leistet. Und in dem Punkt auch eine Price Range von $200 immer noch günstig ist. Und auch bei $300 immer noch günstig ist, im Gegensatz zu dem, was eigentlich Quant wirklich leisten kann. Und im heutigen Video werden wir genau darüber sprechen, denn das ist nämlich ein Punkt, was tatsächlich untergeht. In der kompletten Community, wenn es um Quant geht, heißt es immer, Quant verbindet Blockchains, Quant verbindet das, Quant verbindet das. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber es gibt nämlich etwas, was viel, viel revolutionärer ist als die Verbindung von Blockchains, ganz ehrlich. Und genau das wollen wir uns nämlich im heutigen Video mal gemeinsam anschauen. Und wie immer wünsche ich dir viel Spaß. Und Leute, penetriert den Algo-Button, indem ihr liked, indem ihr kommentiert. Wenn ihr eine andere Sichtweise habt, gerne eintragen. Lasst uns da in einen Diskurs übergehen. Und wenn ihr noch nicht abonniert seid, tut es gerne, unterstützt mich und auch diesen Kanal. Ich würde mal sagen, wir steigen direkt in die Materie ein und schauen auf Quant. Bei $150 massiv, massiv unterbewertet und auch in einer Preis-Range von $300 immer noch unterbewertet. Auch selbst wenn das alte All-Time-High geknackt wird, zu dem, was Quant eigentlich leistet, ist ein Preis bis zu $1000 massiv unterbewertet. Und in dem Punkt will ich nämlich auch über eine Sache sprechen, was ich in der Vergangenheit oft gehört habe, aber das wirklich Revolutionäre an Quant überhaupt nicht zum Thema gebracht worden ist. Und zwar ist es nämlich die Maps. Ja, Smart Contracts, was ist das eigentlich? Tatsächlich dachte ich mir so letztens, ja geil, Blockchains werden verbunden, das ist eine super Sache und ja, Infrastrukturen und günstigere Transaktionskosten, höhere TPS, die Hashwerte und. Aber in dem Punkt habe ich mir auch zeitgleich überlegt, hey Moment mal, was bringt eigentlich eine Plattform wie Quant, wenn sie natürlich alle Blockchains auf der Welt miteinander verbindet, aber es gar nicht genutzt werden kann, weil einfach die Smart Contracts immer noch Blockchain-abhängig sind. Das heißt, eine auf Solidity aufgebaute Smart Contracts kann ja nur Ethereum nutzen. Und wenn jetzt Quant nur mal als Beispiel jetzt steht und nied- und nagelfest ist und eine Ethereum-Blockchain angeschlossen wird und ja, da wird auch keine Transaktion rüberlaufen, weil einfach die Smart Contracts nur auf Ethereum aufgebaut sind. Und genau Maps ist meiner Meinung nach die größte Revolution, wenn es um Blockchain-Verbindungen geht und wenn es um den Mehrwert von Quant geht. So erstmal die Frage, ja, was ist eigentlich ein Smart Contract? Ein Smart Contract ist eine auf Blockchain aufgebaute Smart Contracts, also ein Vertrag, der ausgeführt wird, wenn ein Faktor oder mehrere Faktoren bestätigt werden. Also ja, nein, 1, 0, wie auch immer. Und dann wird dieses Smart Contract ausgeführt. Ist meiner Meinung nach in der kompletten Welt, in der Gesellschaft eine Revolution. Und viele von euch kennen nämlich Smart Contracts unter dem Begriff namens DApps. Also eine dezentrale Anwendung. Was eine dezentrale Anwendung machen kann, muss ich euch alle nicht erklären. Kann man in Marketplaces anwenden, kann man bei Gambling anwenden, in Social. Wir können es für DeFi anwenden, ja, wenn wir über 1-Inch Token kaufen wollen oder Assets hin und her verschieben wollen. All das wird unter dem Namen DApp eben auch durchgeführt. Und wir haben auch aktuell, wenn es um DApps geht, viel, viel, viel Potenziale. Denn auch rein normale DApps wie 1-Inch, Uniswap oder PancakeSwap, das sind ja alles DApps im Grunde, was im Hintergrund abläuft. Und wir wissen, dass sehr, sehr viele Millionen oder sogar Milliarden von Dollar nur über DApps hin und her geschoben werden. Und das ist für mich die größte Revolution. So, by the way, ja, es ist eine Revolution. Trotzdem sind jetzt aktuell die DApps ganz, ganz unterschiedlich. Denn wir haben DApps nur auf Ethereum, wir haben DApps nur auf EOS, wir haben DApps nur auf Tron und. Und all diese DApps sind quasi gefangen in dieser Blockchain. Das müssen wir auch so für uns vor Augen halten. Sie sind gefangen, sie müssen jede DApp, die jetzt nur mal als Beispiel auf Ethereum auf der Sprache Solidity aufgebaut wird, ist gefangen in der Blockchain Ethereum und kann nur auf der Blockchain von Ethereum
auch ausgeführt werden. Ich will jetzt euch Bridge-Modalitäten, Konstruktionen, Konzepte jetzt nicht erstmal hier reinwerfen. Wir reden wirklich nur noch plakativ darüber. Und sie müssen, also die Dapps, müssen nämlich auch mit den Vorteilen und mit den Nachteilen in Koexistenz leben. Das heißt, wenn ich ein Solidity-Entwickler bin, ich programmiere eine Dapp, also eine Smart Contract auf Ethereum, dann muss ich damit rechnen, dass in Peakzeiten, wenn die Gasgebühren so hoch sind, keiner meiner Dapps nutzen wird, weil einfach die Gebühren zu teuer sind. Und jetzt mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, ich bin Entwickler auf der Binance Smart Chain. Ich habe ein Krypto-Projekt und sage, ey, wir sind überaus dezentral. Wenn ich jetzt aber eine Blockchain wie Binance Smart Chain nutze, glaube ich, dass jeder Hans und Franz weiß, dass die Binance Smart Chain gar nicht dezentral ist, weil einfach die Validatoren von Binance ausgewählt werden. Oder auch XRPL, da sind auch die Validatoren von Ripple ausgewählt worden und somit eher nicht so dezentral als zum Beispiel ein Avalanche. So, all diese Vor- und Nachteile müssen immer abgewogen werden, wenn es um die Frage der richtigen Blockchain auch geht. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dieser Essenz des Ganzen. Und zwar haben wir gesehen, ja, eine Smart Contract baut nämlich so auf, dass sie auf einer Blockchain beheimatet ist und aus dieser Blockchain gar nicht rauskommen kann. Und das Revolutionäre an Quant ist nämlich nicht nur die Verbindung der Blockchains, sondern auch eine Weiterentwicklung von Dapps auch zu gewährleisten. Und zwar nicht Dapp, sondern Map. Und in dem Punkt würde eine Smart Contracts auf Quant nämlich so aussehen. Sie haben oder können auf verschiedenen Protokollen bzw. auf Blockchains, nicht Protokollen, Blockchains ausgeführt werden. Und Leute, was ist das eigentlich für eine Revolution? Nur mal als Beispiel, damit wir das für uns so ein bisschen besser verinnerlichen können. Wir haben Ethereum, wir haben Hyperledger, wir haben Corda oder Ripple. Wir können mit unserer Smart Contracts, die wir jetzt auf Ethereum aufbauen als Beispiel, können wir die wichtigsten Funktionen über Ethereum nutzen. Also Funktion A wäre zum Beispiel ja, die Hash-Funktion, dass sie wirklich sicher ist, diese Transaktion. Und Funktion B können wir sagen, Dezentralität. Über Hyperledger können wir die TPS nehmen. Über Corda, keine Ahnung, wer Corda ist oder was für eine Blockchain. Aber darüber können wir nämlich auch die Eigenschaften nutzen, die zum Beispiel eine Ethereum nicht hat. Und wir können zum Beispiel Ripple dafür nutzen, dass die Schnelligkeit, ja, dass wir die Schnelligkeit nehmen können. Und in dem Punkt würde nämlich eine Maps nämlich im Grunde so aussehen. Und da sind wir als Entwickler komplett frei, welche Funktion wir nehmen. Ich könnte jetzt ein Blockchain-Projekt haben und sagen, hey Leute, wir sind nicht nur sicher, wir sind sogar auch dezentral und wir sind schnell. Und da könnte ich nämlich auch die Sicherheit von Ethereum nehmen, könnte die Schnelligkeit von Ripple nehmen, könnte auch die Skalierbarkeit von Binance Smart Chain nehmen und hätte damit einfach eine Smart Contract und könnte darauf eine Dapp aufbauen. Und im Grunde habe ich nämlich damit die Möglichkeit als Entwickler, die Vorteile von Ethereum zu nehmen, die Vorteile von Ripple zu nehmen, die Vorteile von Binance Smart Chain zu nehmen, die Vorteile von Avalanche zu nehmen und hätte damit eine Dapp bzw. eine Smart Contract, könnte darauf eine Dapp aufbauen und in dem Punkt hätte ich einfach ein Use Case gegenüber allen anderen Dapps und das ist meiner Meinung nach die größte Revolution auch in Krypto. Deswegen auch preislich nicht bei $150, nicht bei $200. Nein, ich halte an meiner Preisrange fest bei $10,000. Und meiner Meinung nach ist Maps, die Erstellung von Smart Contracts, Blockchain unabhängig, ist meiner Meinung nach eine Revolution. Ja, es gibt auch ähnliche Ansatzpunkte wie bei Cosmos. Da musst du aber eine Blockchain auf Cosmos Hub aufbauen und das erfordert natürlich sehr, sehr viel Programmierung, das erfordert auch die eigenen SDKs über das IBC-Protokoll, den eben auch zu agieren und ich habe auch dir hier oben ein Video verlinkt und da erkläre ich diesen Unterschied Maps und Dapp und genau das ist nämlich ein Punkt, was sehr, sehr häufig bei Quant untergeht und meiner Meinung nach eines der größten Revolutionen, wenn es um Quant geht und diesbezüglich auch eine Rechtfertigung gegenüber einem Preis von $10,000. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Quant in Branchen unterwegs ist, die Multimilliarden Dollar schwer sind. Und auch solche Möglichkeiten wie Maps oder die
Erstellung einer Smart Contracts blockchain-unabhängig die Vorteile zu nutzen, würde auch gegenüber den einzelnen Branchen einen Wettbewerbsvorteil auch für sich mitbringen. Wenn ich jetzt an Logistik denke, wenn ich an Cybersecurity denke oder auch an Banking denke, ja, wollen irgendwo alle Unternehmen ja Marktführer sein und genau das wäre so eine Sache. Natürlich nicht jetzt, natürlich nicht morgen. Wir müssen auch mit der Zeit hinweg auch beobachten, wie das Ganze so weit voranschreitet. Aber da kann ich eins sagen, auch ich verfolge Quant aktiv und intensiv und da sieht alles sehr, sehr gut aus. Und für mich auch ein kleiner Geheimtipp, wenn der Bullenmarkt nämlich voll im Gange ist, dass wir Preise von $150, $200 auch überaus vermissen werden. Und in dem Punkt würde mich auch interessieren, wie du das Ganze siehst. Schreib das gerne in die Kommentare und lass uns da in einen Austausch übergehen. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Sonntagabend. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.